muss dringend mit dir reden. Was ist denn los? Wegen unserer Reise? Ja und nein. Was heißt das? Marie, ich mache mir sehr große Sorgen um dich. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber ich wusste einfach nicht, an wen ich mich wenden soll. Hey, hör auf, mir was vorzumachen. Ich weiß, wie schlecht es dir geht. Ich habe deine Tabletten gefunden. Was denn für Tabletten? Deine Psychopharmaka. Marie, ich weiß, dass du vor einem neuen Zusammenbruch stehst. Du brauchst dringend die ärztliche Hilfe. Und deswegen habe ich mit Dr. Grünberg aus dem Sanatorium gesprochen. Und sie würden dich ab morgen wieder aufnehmen. Mich in die Klinik bringen? Ich hab halt Angst um dich. Ich bin doch nicht verrückt. Ich hab dir die Wahrheit gesagt, Charlotte, und du hast mir doch auch geglaubt. Ja. Aber ich hab deine Tabletten gefunden, deine Tabletten. Aber ich hab doch gar keine Tabletten mehr. Marie, hör auf, mir das vorzumachen. Ich erkenne deine Psychopharmaka. Und ich hab sie oben in deinem Zimmer gefunden, in deiner Tasche! Aber ich habe meine Tabletten alle weggeworfen. Ich nehme sie nicht mehr. Charlotte, bitte, es ist die Wahrheit. Ich war nie schwanger. Marie, bitte lass dir helfen, bitte. Bitte. Das ist Gerda. Meine Zimmerpalme. Ich wusste gar nicht, dass du was für Zimmerpflanzen übrig hast. Du hast doch immer über meinen Kaktus dich lustig gemacht. Naja, der Kaktus. Der war ja auch von Jörg. Gerda. Gerda. Ja, also, du steckst ja voller Überraschungen, ne? Ja. Sag mal, hättest du was dagegen, wenn wir sie hier auf das Tischchen stellen? Ja, aber da steht sie doch mitten im Raum. Ja, aber dann hat sie auch genug Licht. Wenn man zusammenzieht, dann muss man auch ein bisschen Kompromisse eingehen. Und das ist erst das Probewohnen. Bald kreuze ich mit meiner Nippesammlung und den Wandteppichen auf. Hast du nicht wirklich, oder? Na klar. Und einen Gartenzwerg für jeden Blumentopf. Andreas, Schwangere soll man nicht so erschrecken. Ja, werde es mir für die Zukunft merken. Sag mal, riecht sie ein bisschen komisch? Oh, mein Chili. Das war Chili. Ja, sieht interessant aus. Kohle, Natur. Aber wolltest du nicht einen Gemüseauflauf machen? Aber den magst du doch nicht. Naja, um ehrlich zu sein, Chili ist auch nicht gerade meine Lieblingsspeise. Aber das macht doch nichts, sondern essen wir halt was anderes. Was hast du denn sonst noch so anzubieten? Rosinenbrot, eine Dose Thunfisch. Lecker. Genauso habe ich mir eine WG immer vorgestellt. Und dann streitet man sich um den Abwasch. Aber so wie es aussieht, fällt der heute flach. Ja, den Topf kann man komplett wegschmeißen. Das fängt ja gut an mit uns beiden. Ach. Dann essen wir heute Obstsalat. Marie, ich will dir helfen. Ich bin doch nicht dein Feind. Wenn du mir helfen willst, dann glaub mir bitte. Das kann ich nicht. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und dir alles erzählt. Und nur weil dir das nicht passt, willst du mich wieder in die Klinik einliefern. Das ist nicht wahr. Und das weißt du. Marie, ich verstehe doch, dass es dir schlecht geht. Das Kind hat dir halt viel... Auf!
Du musst hier sofort weg. Schicken! Charlotte, warum kannst du mir denn nicht glauben? Soll ich dir glauben, dass du uns alle monatelang belogen hast? Die Schwangerschaft, die Fehlgeburt, das wäre denn alles gelogen! Und das kann ich dir nicht glauben. Aber genau so war's. An. Du kannst dich ja doch wie ein normaler Mensch benennen. Wie geht's? Ach, ich kann nicht klagen. Der Laden läuft, die Leute sind nett, und höflich. Die meisten jedenfalls. Schon gut. Ich habe mich ziemlich daneben benommen, als ich das letzte Mal hier war. Ich bin hier, um mich dafür zu entschuldigen. Ah, schon vergessen. Weißt du, ich war einfach genervt, weil Charlotte behauptet hat, Marie würde schlafen. Ich wusste, dass das nicht stimmt. Ja. Hast du jetzt noch mal mit Marie reden können? Ja, schon. Aber wir brauchen einfach noch etwas Zeit, um wieder normal miteinander umgehen zu können. Und was ist mit Julia? Es geht hier nicht um Julia, Jana. Es geht um Marie und mich. Ich war zwar wieder mit Julia zusammen, als ich von Maries Schwangerschaft erfahren habe, aber das hat ja keinen Einfluss auf meine jetzigen Gefühle für Marie. Weiß Marie, dass du so denkst? Ich denke das nicht, nur ich fühle auch so. Das werde ich Marie auch zeigen. Willst du was trinken? Ja, gerne, aber vielleicht ein Wasser? Ein Wasser. Marie! Du bist ja ganz außer dir. Was ist denn passiert? Charlotte glaubt mir nicht mehr. Sie will mich in eine Klinik bringen. Kannst du es ihr verübeln? Immerhin hast du ihr eine ziemlich verrückte Geschichte erzählt. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Wer hat mir diese Geschichte denn eingebrockt? Wessen Idee war die vorgetäuschte Schwangerschaft? Ich bitte dich, mach dich jetzt nicht zum unschuldigen Opfer. Dafür, was ich getan habe. Meinst du nicht, du bist etwas zu hart mit dir? Schließlich hast du das alles nur aus Liebe getan. Wenn ich dir einen Rat geben kann, oh nein, bitte nicht. Deine Ratschläge haben mir bisher alles andere als Glück gebracht. Diesen einen solltest du aber noch befolgen, meine liebe Marie. Geh weg aus Falkenthal. Es wäre für alle das Beste. Geh zurück in die Schweiz und fang dort ein neues Leben an. Das Letzte, was Daniel jetzt gebrauchen kann, ist eine kranke Frau, die ihm das Herz bricht. Aber ich muss ihm die Wahrheit sagen. Die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Dass du ihn die ganze Zeit angelogen hast? Dass er den Schmerz und die Trauer um sein totes Kind den Hirngespinsten einer Irren zu verdanken hat? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Glaubst du wirklich, Daniel wird dir glauben? Wenn ihr nicht mal deine eigene Schwester glaubt. Charlotte, ich dachte, du bist mit Marie weg. Marie, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott, was ist denn passiert? Komm, wir setzen uns. Setz dich. Sie will nicht weg von hier. Sie will nicht mit mir weggehen. Sie dreht total durch. Wolltest du denn mit ihr hin? Hier? Sü.
so, oh Gott. Ganz ruhig. Und dann ganz von vorne, okay? Willst du nicht erstmal deine Jacke ausziehen? Ich wollte mit ihr in die Klinik. Ich hatte gehofft, ihr wollt bloß in die Schweiz. Sie hat wieder Tabletten genommen. Ich hab in der Klinik angerufen und die wollten sie sogar wieder aufnehmen. Aber? Aber sie hat sich geweigert. Behauptet sie immer noch nie schwanger gewesen zu sein? Sie will sich nicht mal von mir helfen lassen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich noch tun soll. Hast du mit Daniel mal darüber gesprochen oder mit Annabelle? Das schaff ich nicht. Oh Gott, ja, klar. Darf ich? Klar. Komm rein. Ich wollte nicht stören. Nein, Quatsch. Ich wollte nur ein paar Gedanken aufschreiben. Das hilft manchmal, um sich zu sortieren. Ja. Ich habe auch nachgedacht. Und ich möchte dir etwas sagen. Setz dich. Ich möchte dich um Verzeihung bitten, Marie. Oh, Daniel. Lass mich erklären. Es war falsch von mir, dich mit den Hochzeitsplänen in Las Vegas vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich hätte dich fragen müssen. Das weiß ich jetzt. Und es tut mir leid. Marie, ich kann mir eine Zukunft ohne dich nicht vorstellen. Aber ich werde dich nicht mehr bedrängen. Ich werde alles, was uns beide betrifft, mit dir zusammen entscheiden. Ab jetzt werde ich dir alle Zeit geben, die du brauchst. Und damit du merkst, dass ich es auch ernst meine, werde ich ab jetzt im Gästezimmer übernachten. Erstmal. Es tut mir leid. Ich liebe dich. Egal, was passiert ist. Und ich möchte ab jetzt für immer für dich da sein. Daniel, kannst du... Ich würde gern. Kannst du mich kurz alleine lassen? Ja. Na klar. Hast du rausgefunden über Annabels merkwürdiges Verhalten vorhin? Es gehört ja nicht gerade zu Annabels Eigenschaften, uns ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Und Marie? Hast du mit ihr gesprochen? Ich wollte sie nicht belasten. Und deshalb nicht alleine mit ihr sprechen? Ja. Als ich das letzte Mal mit ihr über Annabelle reden wollte, da ist sie von mir weggelaufen und die Treppe hinuntergestürzt. Ich werde morgen mal mit Marie reden. Danke. Für alles.
Morgen. Guten Morgen, meine Liebe. Dich. Guten Appetit, Marie. Das sieht aber gut aus. Warum bekomme ich eigentlich nie selbstgemachtes Müsli, Eva? Weil du dir nie eins bestellt hast. Dann tue ich das hiermit. Gleich für morgen früh. Gut, an mir soll's nicht liegen. Nur, dass ich in dieser Familie hier niemand mehr Zeit nimmt für ein richtiges Frühstück. Na? Habe ich's nicht gesagt? Am liebsten würde ich den ganzen Tag mit dir verbringen. Bis später. Daniel. Nimmst du mich noch mal in den Arm? Natürlich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, den wünsche ich dir auch. Bis später. Hast du keinen Appetit? Nein, ich hab noch keinen rechten Hunger. Es ist wohl noch ein bisschen früh. Na, lass dir ruhig Zeit mit deinem Frühstück. Oder musst du heute noch weg? Nein, ich habe keinen Termin. Aber du kannst trotzdem abholen. So schmeckt es nicht? Doch, doch, aber ich habe wirklich noch keinen Hunger heute. Also, ich weiß ja nicht, also... Ich dachte, das liegt an dem Rezept. Nein, Eva, das liegt nicht an deinem Rezept. Du bist die beste Köchin der Welt. Wirklich. Fertig und das Bad ist frei. Silke, du überrascht mich immer wieder. Na los, beeil dich, der Kaffee wird kalt. Ja, warte mal, ich muss mir erst dieses Luxusfrühstück hier ansehen. Ist ja der Hammer. Pfannkuchen, Toast, mein Lieblingsmüsli. Du hast dich wirklich selbst übertroffen. Aber warum haben wir dann gestern Obstsalat gegessen? Morgenstund hat Gold im Mund, ich war schon einkaufen. Weil ich musste das ja wieder gut machen, was gestern passiert ist. Das ist dir aber auch gelungen. Da kann ja jedes Luxushotel einpacken. Na los, hopp, hopp, ab ins Bad. Ei, ei, Sir. Silke, in einem Luxushotel, da liegen normalerweise auch Badetücher auf. Ja, die sind oben in dem Schränkchen links. Das war doch nur ein Witz. Ich habe natürlich mein eigenes Badetuch mit. Seit wann hast du das denn? Seit meinem 10. Geburtstag. Das war ein Geschenk von meinem Patenonkel. Das liegt mir sehr am Herzen. Suchst du was? Ja, ich kann meinen verdammten Motorradschlüssel nicht finden. Dabei habe ich es echt eilig. Hast du hier schon geschaut? Nein. Ah! Ist da vielleicht das? Na, endlich. Danke, Marie. Bitte. Sorry, aber ich muss los, ja? Warte mal, Patricia. Yeah.
Den schenke ich dir. Ich weiß, er ist ein bisschen kitschig, aber er reagiert, wenn du pfeifst. Den hat mir mal mein Hausverwalter der New Yorker Wohnung geschenkt. Ich habe nämlich auch mal meinen Schlüssel verloren. Und den brauchst du jetzt nicht mehr? Ich kann mir einen neuen besorgen. Na dann. Vielen Dank. Sorry, aber ich muss los. Lass uns heute Abend reden und ein Glas Wein zusammen trinken, ja? Mal schauen. Bis später. Ciao. Mach's gut. Was machst du denn hier? Bin ich in der falschen Schicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Ich hatte nur Lust, mit Andreas herzukommen. Andreas und ich, wir machen jetzt so eine Art Probewohnen. Also er zieht jetzt erstmal zu mir. Ja, und dann? Das ist doch eine tolle Idee. Wenn alles gut klappt, dann zieht er ganz zu mir. Und dann sehen wir aus wie so eine richtig schöne kleine Familie. Und das Beste ist, Jörg hat noch weniger Chancen als ohnehin schon. So. Ja, wie läuft's denn so? Ganz toll. Also ich meine, mir ist gestern das Essen angebrannt. Aber trotzdem war das so ein lustiger Abend dann noch. Andreas ist so locker und der scheint immer gut gelaunt zu sein. Und heute Morgen, ich habe ein Frühstück gemacht und da hat er sich so tierisch gefreut drüber. Alles klar, Silke Mertens. Du bist verknallt. Naja, aber wir beide wissen doch, wir wissen doch, Andreas ist schwul. Ja, hallo Lilly. Ist das der Stapel für die Designabteilung? Genau, der kleine. Und das hier ist für die Marketingabteilung. Okay. Und Silke, wie ist die neue WG? Ganz wunderbar. Wirklich toll. Einwandfrei, würde ich sagen. Silke hat heute Morgen ein bombastisches Frühstück aufgetischt. Oh. Das solltest du dir nicht zur Gewohnheit werden lassen. Andreas hat sogar gemerkt, dass ich eine neue Kreation Pfannkuchen ausprobiert habe. Das hätte Jörg niemals gemerkt. Merken ja die meisten Männer nicht. Naja, ich bin eben anders, wie ihr wisst. Naja, hoffentlich bleibt das so. Ich finde, das klingt richtig klasse. Wollen wir nachher noch ein bisschen spazieren gehen? Alles in Ordnung mit dir, Marie? Ja, es geht mir gut. Ich habe nur nicht so gut geschlafen. Habt ihr Ärger, Daniel und du? Naja, er gibt sich große Mühe, aber es ist nicht so leicht im Moment. Hallo, Marie. Ich müsste dann los. Kommst du mit? Also wegen mir musst du nicht hier bleiben. Ich komme schon klar. Na gut. Vielleicht gehen wir ja nachher doch noch zusammen in die frische Luft. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen. Du bist ein toller Mensch. Ich wünsche euch beiden alles Glück. Marie, du siehst uns an, als würden wir jetzt von der Expedition in die Antarktis aufbrechen. Wir wollten eigentlich nur in die Stadt. Ja, mir war einfach so. So, und jetzt schaut mich nicht so an, sondern es geht. Ich habe ehrlich gesagt keine große Lust, darüber zu diskutieren. Ich wollte die Sache mit dem Betriebsrat so schnell wie möglich geklärt haben. Das ist richtig. Aber als Personalchef bin eigentlich ich der richtige Ansprechpartner, oder? Nun hat der Schramm sich nun mal zuerst bei mir gemeldet. Und da du nicht im Hause warst, habe ich das Gespräch geführt. Daniel, das musst du dir ansehen. Patricia, kannst du nicht anklopfen? Ich habe eine wichtige Besprechung. Entschuldige, aber das ist wichtig. Das große Warenhaus Miller interessiert sich für eine Sonderedition der Jugendstil-Serie für den amerikanischen Markt. Miller selbst ist derzeit in Deutschland und will sich mit uns treffen. Sehr schön. Das wär's dann. Ich würde gerne mit Patricia weitermachen.
Verstehe. Bis später. Musste das sein? Frederik hat mit der Anfrage aus New York nichts zu tun. Er ist Personalchef. Die Sache hat nur einen Haken. Und der wäre? Da steht, dass sie denselben Designer haben wollen, der auch die Jugendstilserie entworfen hat. Also oh. Julia. Ja. Julia arbeitet nicht mehr für uns. Also musst du die Sache übernehmen. Und bei den Treffen mit dem Kunden setze ich mir eine blonde Perücke auf und du nennst mich Frau Schilling? Wir werden Miller erklären, dass Julia Schilling sich von Falkenthal Porzellan entfernt hat. Daniel, denk nach. Das ist doch Quatsch. Willst du dir wirklich so ein gutes Geschäft entgehen lassen, nur weil du zu stolz bist, Julia anzurufen? Oder soll dein Personalchef dieses Gespräch führen? Julia Schilling, hallo? Julia, hier ist Daniel. Ich möchte dir ein Angebot machen. Worum geht's? Die Manufaktur hat die Möglichkeit, einen großen Auftrag aus New York zu bekommen. Das freut mich für euch. Der Kunde möchte, dass du die Designs entwickelst. Er hat die Jugendstilserie gesehen. Was willst du mir sagen, Daniel? Könntest du dir vorstellen, für diese Zeit wieder für uns zu arbeiten? Wir haben nachher ein Meeting mit dem Kunden im Lanzino. Du würdest der Manufaktur sehr helfen. Denkst du nicht, dass wir erst mal was anderes klären sollten? Was willst du denn noch von mir? Ich biete dir einen Job an. Und du glaubst, wir könnten so einfach wieder zusammenarbeiten? Ist das ein Nein? Es tut mir leid. Gut, dann eben nicht. Wir werden daran nicht zugrunde gehen. Patricia, Julia hat abgelehnt. Du musst mit zu dem Meeting kommen. Bitte bereite eine kleine Präsentation der letzten Entwürfe vor. Gut. Wir treffen uns dann im Lanzino. Bis später. Was soll das heißen? Charlotte ist wieder da. Spinnt die oder warum meldet die sich nicht bei mir? Koya, Charlie war ziemlich am Boden. Ich glaube, sie hatte einfach keine Kraft mehr. Aber sie kann sich doch denken, dass ich mir Sorgen mache. Immerhin wollte sie mit Marie weg. Sie wird dir nachher bestimmt alles erklären. Hättest du mich auch wenigstens anrufen können. Entschuldigung, ich musste mich um Charlotte kümmern. Also Charlie hatte bestimmt einen guten Grund, erst zu Lilly zu gehen. Und jetzt sagt Lilly dir doch, was los ist. Was los ist? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was los ist. Kolja, jetzt reg dich mal wieder ab. Zufällig geht's Marie richtig beschissen und du könntest ruhig mal ein bisschen mehr Verständnis für deine Freundin aufbringen. Ich geh mal kurz an die frische Luft. Wer ruft jetzt Charlie an und motzt am Telefon rum? Ach, bestimmt nicht. Aber heute Abend gibt's bestimmt Zoff. Wir müssen jetzt für Charlie da sein. Was ist denn da los? Tim, das muss ich euch selber erzählen. Okay, okay. Entschuldige, das war nicht so gemeint. Weißt du was? Wir sorgen heute Abend einfach dafür, dass Koya und Charlotte gut miteinander reden können und nicht blöd rumstreiten. Mhm. Das heißt, du kommst auch in die WG? Na klar. Wir haben doch abgemacht, dass wir ab jetzt mehr Zeit miteinander verbringen.
Das kommt dabei heraus, wenn der Personalchef zu ambitioniert in der Designabteilung herumturnt. Wow, das ist aber gut. Ganz starke Linienführung. Ganz ungewöhnlich für dich. Herr Gravenberg, kann es sein, dass das beschmierte Hemd nur ein Vorwand ist? Mein ganzes Leben ist ein einziger Vorwand, um dich zu sehen. Im Ernst, Frederik, hast du mit Daniel gesprochen? Daniel hat mich angerufen, mir angeboten. Nein, besser. Er hat von mir verlangt, dass ich die neuen Entwürfe für den Auftrag aus New York für euch zeichne. Ich weiß nichts davon. Ich habe mich erkundigt. Miller, der Besitzer von dieser Kaufhauskette, der hat die Jugendstilserie gesehen und jetzt will er von mir Entwürfe für eine Sonderedition. Ist doch toll. Ja, schon. Aber Daniels Verhalten ist einfach unmöglich. Er hat unser letztes Aufeinandertreffen in der Firma mit keinem Wort erwähnt und er hat nicht mal Bitte gesagt. Und jetzt bist du genauso dicke wie Daniel. Hm? Und nimmst das Angebot nicht an. Ja. Frederik, ich habe meine Kündigung ernst gemeint. Jetzt kann ich doch nicht einfach springen, nur weil Daniel mit dem Finger schnipst. Du sollst deine Kündigung ja nicht zurücknehmen. Aber Miller ist ein toller Kunde, hm? Ich weiß. Und wichtig für die Firma. Das habe ich gar nicht gemeint. Du solltest nicht so sehr an Daniel und die Manufaktur denken, sondern einfach nur an dich. Ja, ich bin unterwegs. Oh Gott, ja, ich beeile mich. Alles klar, bis gleich. Das ist soweit alles wunderbar, Herr Gravenberg. Der Preis, die Produktpalette, die Qualität sind nicht das Problem. Aber? Ich hätte gern Frau Schilling gesprochen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Frau Gravenberg. Ich weiß, dass Sie ebenfalls eine begabte Künstlerin sind. Sagen Sie, welche Formen und Farben Sie wünschen, und meine Schwester wird Ihnen hervorragende Entwürfe liefern. Das bezweifle ich nicht, aber Sie wissen ja, wie das ist. Manchmal hat man sich eine Sache in den Kopf gesetzt. Es tut mir leid, Frau Schilling arbeitet zurzeit nicht für Falkenthal Porzellan. Dann rufen Sie sie an und machen ihr ein Angebot. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen. Ja. Ich hatte ein bisschen mehr Gesprächspräsenz von dir erwartet. Ja, klar. Jetzt bin ich schuld, dass Miller nur mit Julia arbeiten will. Du hättest wenigstens versuchen können, ihn zu überzeugen. Nee, das muss ich mir echt nicht geben. Julia hat gekündigt, weil du dich absolut daneben benommen hast. Schon vergessen? Viel Glück noch. Herr Miller, es tut mir leid, meine Schwester. Guten Tag. Ich bin Julia Schilling. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Keineswegs, Frau Schilling. Es freut mich sehr, Sie doch noch kennenzulernen. Oh. Hey. Ah. Ui, das ist ja. Wow. Die Tücher sind aus Afrika von Julia. Ein Geschenk. Aha, echt? Ja, ich wusste, dass es dir gefällt. Was genau machst du hier? Naja, ich dachte mir, wenn wir schon zusammen in einem Zimmer wohnen, dann mache ich es uns ein bisschen gemütlich. Ach so, wir wohnen zusammen jetzt. Keine Panik, das ist nur ein Probewohnen. Und was genau heißt das? Dass wir erst mal gucken, ob es klappt, und dann entscheiden wir uns richtig. Super Idee. Silke und Andreas machen das auch.
Nachher hole ich noch ein paar Klamotten und dann bleibe ich erstmal hier. Herr Grafenberg, schön, dass wir doch noch zusammengekommen sind. Ich bin gespannt auf Ihre Vorschläge, Frau Schilling. Ich hoffe, ich kann Ihre Erwartungen erfüllen. Oh, mit Sicherheit. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ganz meinerseits, Herr Miller. Wir freuen uns. Wiedersehen. Wie sollen wir jetzt weiter vorgehen? Ich muss mich bei dir bedanken, Julia. Ich hatte Lust, wieder zu arbeiten. Außerdem muss ich mich bei dir entschuldigen. Das stimmt. Und ich bin nicht die Einzige. Du bist aber die Einzige, die jetzt vor mir sitzt. Hast du nicht Lust, wieder fest für die Firma zu arbeiten? Lass uns erstmal diesen Auftrag gemeinsam erledigen und dann weitersehen, ja? Ich muss jetzt los. Ein wenig hat mich Daniel eben an den Daniel erinnert, den ich in Südafrika kennengelernt habe. Er hat seine Gefühle nicht von mir versteckt, ganz im Gegenteil. Er war begeistert über unser vielversprechendes Treffen mit Miller. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir in Zukunft öfter so normal und selbstverständlich miteinander umgehen können. Wenn du Hunger hast, die Suppe ist fertig. Ich brauche sie nur warm machen. Schon gut, Eva. Ich habe im Lanzino schon gegessen. Als Patricia vorhin aus dem Lanzino zurückkam, da war sie nicht so zufrieden wie du. Da wusste sie auch nicht, dass Miller uns den Auftrag doch gegeben hat. Ah. Julia ist noch vorbeigekommen und Miller war von ihren Ideen ganz begeistert. Marie ist oben, nehme ich an? Ja, glaube ich. Ich habe sie zwar seit dem Frühstück nicht mehr gesehen, aber ich war auch die ganze Zeit draußen im Garten. Dann werde ich mich da mal blicken lassen. Hallo, guten Abend, Marie Vermont hier. Ich hatte für heute einen Flug nach New York gebucht, der auf morgen verschoben wurde. Ich wollte mich erkundigen, ob es denn bei dem Start morgen bleibt. Okay, gut, alles klar, das mache ich. Alles klar, ja, danke schön. Wiederhören. Lieber Daniel, wenn du diesen Brief liest, bin ich schon weit weg. So ist es für uns beide am besten. Ich weiß, du wolltest mich lieben, aber du konntest es nicht. Zu viele Lügen und Schmerz stehen zwischen uns. Aber dennoch wirst du immer in meinem Herzen bleiben. Ich wünsche dir, dass du glücklich wirst. Wir hätten uns gegenseitig nicht glücklich machen können. Deine Marie.
Daniel. Was ist denn passiert? Marie. Ich arbeite erstmal projektbezogen und Patricia ist und bleibt die Chefdesignerin. Frau Schilling, ich bin froh, dass Sie das endlich einsehen. Wenn das Kind nicht gewesen wäre, dann hätte ich dich niemals gehen lassen. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Du und Marie, ihr habt ein Geheimnis miteinander. Irgendetwas, was wir alle hier nicht wissen dürfen. Ich muss schon sagen, du hast wirklich eine blühende Fantasie. Deshalb kommst du auch so schlecht mit der Wirklichkeit zurecht.